Hey guys, the following is a speech by Björn Höcke, who is a prominent German politician from the Alternative für Deutschland party, the Alternative for Germany, the only real freedom party in Germany that stands up for interests of ethnic Germans. They are the underdogs, the only people who truly speak truth to power, and they get heavily attacked for that by the overwhelmingly leftist media, the state, and by all the other parties, which are all pro-immigration and against a proud, strong identity for the German people. In fact, AfD is the only real opposition against Merkel's catastrophic policy to ruin Germany and the German people. So as they speak truth to power, we support them, as we support everyone who does so and who advocates for a German future for Germans in Germany, in Europe. But hear for yourself what the man has to say about a forthcoming election. Thank you. 1 Milliarde Euro jedes Jahr im Durchschnitt für die Bundeswehreinsätze, die niemals deutschen Interessen dienen. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass sie das nicht tun, sondern die letztlich nur die Interessen des großen Bruders befriedigen. Liebe Freunde, gerade eben nimmt die Bundeswehr an einem NATO-Manöver in Georgien teil, 30 Kilometer von der russischen Grenze. Ich empfinde das als unerträgliche Provokation. Wir als AfD wissen, und ich verspreche euch, wenn wir in Regierungsverantwortung sind, werden wir diese Politik auch umsetzen. Wir als AfD wissen, Frieden in Europa ist niemals gegen, sondern nur mit Russland möglich. Wir wollen keine Feindschaft mit dem russischen Volk. Wir Deutsche wollen Freundschaft mit dem russischen Volk. €15 Milliarden jährlich netto an das Bürokratenmonster nach Brüssel, in Brüssel. 40.000 hochbezahlte Beamte. 40.000. Und dieses System wuchert immer mehr und immer weiter. Das ist logisch, das liegt in der Logik der Sache. Solche Organisationen versuchen immer größer zu werden und immer mehr Einfluss zu gelingen. 15 Milliarden jährlich. Und wenn wir dann, da einige von euch vielleicht auch mal mit ihrem Hund spazieren gehen, jetzt ist es gerade schönes Wetter draußen und man geht auf einem Feldweg, der gerade saniert worden ist, dann sieht man manchmal solche kleinen Schilder an den Feldwegen, die saniert worden sind, die also mit neuem Schotter befestigt worden sind. Und dann steht dann drin, dieses Projekt wurde gefördert durch den Infrastrukturfonds der Europäischen Union. Und dann sieht man groß die Europaflagge, die ist ja ganz schön, blau mit den goldenen Sternen. Das ist ja sympathisch und die Menschen denken, ja, ich habe hier was von der EU. Guck mal, dieser schöne Feldweg, der ist von der EU finanziert worden. Liebe Freunde, von 1 Euro, den wir nach Brüssel überweisen, kriegen wir genau 50 Cent zurück. Das ist die Wahrheit. Das ist, wie man neudeutsch sagt, kein guter Deal für uns Deutsche. Das muss uns klar sein. 25 bis 30 Milliarden Euro bezahlen wir jährlich für eine auf Ideologie und Hybris basierende sogenannte Energiewende, die die Energiesicherheit unseres Hochtechnologie- und Industrielandes Deutschland gefährdet, die uns nur mit einem versorgt, nämlich mit Flatterstrom, die zusätzlich noch unsere wunderschöne Naturlandschaft verschandelt und die angeblich, so hat das Jürgen Trittin mal gesagt, uns Stromkunden nicht mehr als eine Kugel Eis im Monat kosten würde. Mittlerweile kostet sie eine vierköpfige Familie 250 Euro im Jahr. Die Strompreise sind doppelt so hoch wie die im Nachbarland Frankreich. Das sind die Fakten zu der sogenannten Energiewende. Und das Speicherproblem wird auch in 10 und 20 Jahren nicht gelöst sein. Das heißt, wir werden parallel weiter in die konventionellen Kernkraftwerke, die konventionellen Kohlekraftwerke vorhalten müssen. Wir leisten uns nichts anderes als zwei parallel arbeitende, autonom voneinander geschiedene Energieversorgungssysteme. Das ist ideologischer Unfug und wie gesagt, zu einem Wahnsinnspreis, der uns hier zugemutet wird. 30 bis 50 Milliarden Euro, das habe ich schon eingangs meiner Rede erwähnt, bezahlen wir für eine illegale Einwanderung, während unser Sozialstaat kollabiert. Wir bezahlen also dieses Geld dafür. 50 Milliarden, das sind 50.000 Millionen. Wir bezahlen 50.000 Millionen jedes Jahr für nichts anderes als unsere Selbstabschaffung.
90 Milliarden bezahlen wir allein 2017 für die Zinsverluste, die der deutsche Sparer durch die sogenannte Euro-Rettungspolitik zu tragen hat. Diese Währung ist ein totgeborenes Kind. Diese Währung kann nicht gerettet werden. Seit 2007 haben wir bereits 400 Milliarden Euro Zinsverluste zu beklagen als deutsche Sparer. Das ist Geld, das wir nicht mehr in unsere private Altersvorsorgung investieren können. Obwohl die Altparteien doch immer predigen, wir sollen privat vorsorgen. Vermöglichen Sie eigenständiges Handeln in diesem Bereich. Und auch das ist eine Schande für die Politik der Altparteien. Dazu kommen die Target-Zweisalden. Das ist das Verrechnungssystem der Euro-Länder. Und das bedeutet nichts anderes. Als dass, wenn wir eine Maschine im Wert von 1 Million Euro nach Italien liefern, dass die italienische Notenbank diese Million als Soll gegenüber der Deutschen Bundesbank über die EZB verrechnet. Das ist letztlich eine digitale Zahl, die im Verrechnungssystem der EZB hinterlegt wird. Und nach dieser Verrechnung bezahlt dann die Bundesbank dem deutschen Maschinenbauer, der die Maschine nach Italien geliefert hat, die 1 Million. Das ist Geld, das von uns letztlich stammt, liebe Freunde. Es ist so, wir liefern unsere Maschinen, unsere Autos in die Südländer und wir bekommen dafür digitale Zahlen. Letztlich bezahlen wir unsere Exporte auch noch selber. 870 Milliarden Euro stehen da mittlerweile zu Buche. Über 330 Milliarden Euro schuldet uns alleine das Krisenland Italien. Das hat eine Staatsverschuldung von 135% des Bruttoinlandsproduktes. Griechenland ist bei 200%. Wir alle wissen, dass diese Volkswirtschaften niemals in der Lage sein werden, diese 870 Milliarden Euro uns gegenüber nochmal zu tilgen. Das Geld ist jetzt schon weg. Das ist der Beleg für das Totalversagen der Altparteien, liebe Freunde. Lassen wir die Target-Zweisalden mal außen vor. So können wir trotzdem 100 bis 200 Milliarden Euro Steuergeld, deutsches Steuergeld zusammenrechnen, das jährlich für eine Politik ausgegeben wird, die uns nichts nützt, die uns sogar schadet. Man könnte damit ganz entspannt sämtliche Schulgebäude in Deutschland sanieren. Das würde uns nur 30 Milliarden Euro kosten. Das sind doch Peanuts. Noch kleiner fällt die Erdnuss aus. Wenn ich an das denke, was schon lange überfällig ist und was ein großartiger symbolpolitischer Akt wäre, nämlich endlich die Ost- und Westrenten anzugleichen, um die innere Einheit Deutschlands zu vollenden. Das würde uns den lächerlichen Betrag von 3,7 Milliarden Euro im Lande kosten. Vielen Dank. Von 3,7 Milliarden Euro im Jahr kosten. Und über so einen kleinen Betrag, während Sie gleichzeitig die Hunderten von Milliarden aus dem Fenster werfen, diskutieren die Altparteien, Politiker, medienwirksam seit Jahren. Das ist für mich nicht mehr zu verstehen. Man könnte ein gigantisches Familienförderprogramm auflegen. Das wäre mein Herzensanliegen. Ich bin selbst vierfacher Familienvater. Die AfD ist für mich die einzig authentische Familienpartei. Ursula von der Leyen, die Verteidigungsministerin im Scheitern. Von der CDU, die sagte einmal, Migrantenkinder sind unsere Zukunft. Nein, liebe Freunde, ich sage es in aller Deutlichkeit, deutsche Kinder sind unsere Zukunft. Jedenfalls dann, wenn auf unserem Land nicht nur der Name Deutschland draufstehen soll, sondern auch Deutschland drin sein soll. Und das möchten wir. Liebe Freunde, es ist leider so, die bösen Menschen, die triumphieren in der Welt allzu oft, weil die guten Menschen nichts unternehmen. Jetzt habe ich gerade von Böse und Gut gesprochen. Das sind natürlich Erkenntniskategorien der Ethik. Und ich will diese Erkenntniskategorien der Ethik nicht auf die Politik anwenden. Ich will da nicht missverstanden werden. Aber, das Totalversagen der Altparteien, das ich gerade in Kürze dargestellt habe, das gründet sich entweder auf Unfähigkeit oder auf bösem Willen oder auf beidem.
Ich weiß es nicht. Ich kann die Verhältnismäßigkeit auch nicht einschätzen. Ich kann es nur vermuten. Gehen wir mal im besten Fall davon aus, dass es nur Unfähigkeit ist und kein böser Wille. Gehen wir mal davon aus. Dann ist aber trotzdem das Ergebnis der Politik der Altparteien in den letzten 10 Jahren, und ich habe es nachgewiesen in meiner Rede, dass wir heute 2017, in Deutschland nicht mehr von einer funktionierenden Demokratie sprechen können, liebe Freunde. Wir können heute in Deutschland auch nicht mehr vom ersten Degenerationsstadium einer Demokratie nach der klassischen Staatsrechtlehre sprechen. Das ist nämlich eine Oligarchie. Wir müssen heute, wenn wir den Zustand dieses Landes treffend beschreiben wollen, von einer Ochlokratie sprechen, einer Herrschaft der Schlechten. Es kann gar kein Zweifel sein, liebe Freunde, die Altparteien. Und es ist vollkommen berechtigt, vom Altparteienkartell zu sprechen. Das Altparteienkartell hat unser Land heruntergewirtschaftet. Sie werfen unser Geld zum Fenster hinaus. Die innere Sicherheit zerfällt vor unseren Augen. Und wir drohen, zur Minderheit im eigenen Land zu werden. Und ich habe vorhin einige kritische Anmerkungen zur Partei Die Linke gemacht. Ich möchte betonen, dass ich in der Lage, in der sich unser Land befindet, weil ich die Kategorien links und rechts sowieso nicht mehr für zielführend halte. Und weil ich glaube, dass diese Kategorien im 21. Jahrhundert nicht mehr die politische Überzeugung eines Menschen wirklich wiedergeben können. In dieser Lage, liebe Freunde, da frage ich nicht mehr danach, ob jemand links ist oder ob er vielleicht mehr rechts ist. Ich stelle nur eine Gretchenfrage, und die lautet: Bist du für eine Zukunft Deutschlands oder bist du gegen eine Zukunft Deutschlands? Liebe Freunde, wir sind heute so zahlreich versammelt, und ich habe natürlich zum Abschluss meiner Rede noch eine große, große, große Bitte an euch. Dass ihr alle wählen geht und das Kreuz an der richtigen Stelle macht, davon gehe ich aus. Aber ihr wisst, dass das alleine nicht ausreicht, dass wir gemeinsam um dieses Land kämpfen müssen und dass wir nur gemeinsam siegen können. Ich bitte euch, versucht alles dazu beizutragen, dass die Aufklärung in diesem Lande vorangetrieben ist. Erzählt euren Familienmitgliedern, erzählt euren Freunden, erzählt euren Arbeitskollegen von dem, was ihr heute hier gehört habt. Deckt euch ein mit Informationsmaterial. Ich denke, dass der Stadtverband Gera, dass der Kreisverband hier Informationsmaterial in adäquaten Mengen vorhält. Stefan nickt, es ist so, es soll so sein. Deckt euch ein mit Informationsmaterial. Nehmt die Zukunft unseres Landes somit selbst in die Hand. Helft, wenn es irgendwie geht, beim Plakatieren. Helft beim Verteilen von Informationsmaterial. Wendet euch an den zuständigen Kreis oder Stadtverband und bietet eure Mithilfe an. Ich weiß, viele von euch kommen gerade so über die Runden, aber wenn es eine Gelegenheit gibt und wenn es eine Zeit notwendig macht, dann wäre es wichtig, dass ihr den ein oder anderen Euro vielleicht auch noch für unsere politische Arbeit spendet. Und vor allen Dingen, geht dann am 24. September 2017 nicht nur wählen, macht das Kreuz nicht nur an der richtigen Stelle, sondern bleibt vielleicht noch eine Stunde im Wahllokal und überprüft die Auszählung. Denn wir haben leider in diesem Lande, Wahlvorgängen, die wir nicht mehr vertrauen. Und es gibt genug Belege dafür, dass in diesem demokratischen Rechtsstaat unter der Ägide des Altparteienkartells mittlerweile Wahlmanipulationen an der Tagesordnung sind. Liebe Freunde, wir haben etwas, das den Altparteien weltenfern gerückt ist. Wir haben die Leidenschaft in den Knochen. Und wir haben etwas, das die Altparteienfunktionäre wahrscheinlich noch niemals gespürt haben. Wir haben diese einfache, ehrliche und unverfälschte Liebe zu unserem Land. Und diese Leidenschaft, diese Liebe, das ist die Kombination, die uns unschlagbar macht. Und mit dieser Kombination werden wir gemeinsam uns am 24. September 2017 dieses Land zurückholen. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, dafür kämpfen wir und dafür werden wir siegen. Dankeschön.